Hallo, liebe Leute. Heute erzähle ich euch was zu den Tetris Basics für alle, die neu anfangen und jetzt vielleicht auch durch den neuen Film anfangen wollen mit Tetris. Diese Basics richten sich an die Leute, die Tetris schon mal gespielt haben, aber vielleicht noch so kleine Grundbasics haben möchten. Hier zum Beispiel eine Spieleliste, was ihr so an Tetris-Spielen spielen könnt. Das wäre zum Beispiel Tetris Classic, das beinhaltet alle Nintendo-Spiele zum Beispiel. Da könnt ihr viele Emulatoren nutzen, Tetris Game Boy, Tetris Super Nintendo und viele andere Tetris-Teile, die halt von früher sind und ziemlich alt sind, aber immer noch sehr gut funktionieren, nur eine andere Mechanik im Punktesystem und Wertungssystem haben. Dann gibt es Tetris Effekt, auch sehr populär auf vielen Konsolen zu halten. Ich glaube sogar auf allen bis auf. Nee, auf allen tatsächlich, auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox One, auf dem PC und auf der Switch könnt ihr das erhalten. Auch ein sehr schönes Erlebnis, sehr coole Musik, sehr viele Effekte, auch sehr klassisches Tetris. Dann gibt es Tetris Poland, das ist ein sehr altes Tetris, was aber immer noch sehr stark gespielt wird, weil es sehr kompetitiv ist. Man kann gegen andere Spieler online spielen, gegen sechs gleichzeitig. Ja, es ist mit einem Ranking-System verbunden und auch immer noch sehr aktiv. Dann gibt es Jastris, das ist ein Flash-basiertes Tetris, was eigentlich genauso ist wie Tetris Poland, nur halt in Flash bzw. auf einer Webseite basierend. Flash gibt es ja nicht mehr. Auch eine sehr gute Wahl, auch für Anfänger sehr gut geeignet. Dann gibt es natürlich das alte Klassiker, den jeder eigentlich mittlerweile kennt, das ist Tetris 99 für die Nintendo Switch. Da geht es ja darum, dass man gegen 99 andere Spieler Tetris spielt und als letzter Überlebende in die Runde weiterkommen muss, um zu gewinnen. Ansonsten ist man halt nicht Erster, logischerweise. Kommen wir zu dem Tetris RNG Basics. Da geht es darum, dass man versteht, dass die Blöcke, die einen entgegenkommen, also die man bekommt, nicht zufällig, zumindest nicht ganz zufällig, zu euch kommen. Es geht nämlich darum, dass ihr immer zum Beginn einer Tasche, also immer wenn das Spiel startet, beziehungsweise immer wenn ihr eure Steine verbraucht habt, eine Tasche erhaltet und diese Tasche beinhaltet sieben Steine, so wie hier abgebildet. Und in dieser Tasche kriegt ihr nur einmal diese Steine ausgewählt. Sprich, wenn ihr jetzt einen Stein spielt, verschwindet dieser, dann kommt der nächste Stein, dann kommt der nächste Stein, dann kommt der nächste, nächste, nächste. Bis der letzte Stein kommt, ist diese Tasche aufgebraucht. Erst dann lädt sich diese Tasche neu und dann erhaltet ihr wieder diese Reihenfolge. Sprich, ihr könnt nicht dreimal hintereinander einen gleichen Stein bekommen. Ihr könnt höchstens zweimal hintereinander einen gleichen Stein bekommen, wenn in der letzten Tasche zum Beispiel der Viereck da war und in der neuen Tasche auch direkt der Viereck wieder kommt. Dann habt ihr aus Versehen, beziehungsweise man denkt, man hätte ihn hintereinander bekommen. Habt ihr prinzipiell auch, aber es ist nur durch diese Tasche entstanden. Sprich, ihr werdet auch erst sieben Steine später wieder einen gelben Stein erhalten. Und so ist es dann in der zweiten Tasche auch. Kommen wir mal zu den Punkten in Tetris. Es ist ja logisch, dass ihr Reihen clearen müsst in Tetris. Ihr bekommt natürlich sehr wenig Punkte, wenn ihr nur eine Reihe cleart. Ihr bekommt schon mehr Punkte, wenn ihr zwei Reihen cleart. Drei. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr vier Reihen cleart, dann habt ihr nämlich ein Tetris absolviert. Und mit der Tetris bringt euch am meisten Punkte, zumindest im klassischen Tetris-Bereich, wenn ihr nicht gegen andere Spieler spielt. Macht ihr sogar zweimal hintereinander ein Tetris, ist es ein Back-to-Back-Tetris und bekommt sogar nochmal doppelt so viele Punkte, was natürlich noch viel geiler ist. Kommen wir zu den ganz einfachen Rotationsregeln, damit ihr auch versteht, dass die Steine sich in einer gewissen Reihe immer rotieren und das ist eigentlich immer zum Zentrum hin, bis auf der Viererblock natürlich, weil der ist schon rotiert, beziehungsweise immer gleich, weil das symmetrisch ist. Dann könnt ihr nämlich gut erkennen, wie zum Beispiel die I-Stange sich immer um die eigene Mittelachse rotiert und nicht außen am Rand. Sowas zu verstehen ist eigentlich auch ziemlich wichtig, um auch schnell agieren zu können und in Highspeed da durchzuspielen. Diese Bilder helfen euch jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt im Spiel weiter, aber ihr habt es zumindest mal gesehen und versteht zumindest, wie die Rotation in dem Spiel funktioniert und was von euch abverlangt wird. Das war es erstmal zu den einfachen Basics von Tetris. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Danke.